Meine Damen und Herren, Österreich ist ein Land der kleinen Wege. Das ist schön. Ich bin gestern ganz bewusst von Vorarlberg durch Österreich gefahren, also nicht über München, sondern durch dieses wunderbare Österreich, das mich immer noch unglaublich berührt und meins ist und auch sehr fremd geworden ist. Wir sind Bewohner einer heimatlosen Welt. Diese Heimatlosigkeit, meine Damen und Herren, erleben wir paradoxerweise dort am intensivsten, wo wir ausgerechnet zu Hause sind, wo jeder seinen Platz hat, seine Aufgabe, die Wege, die Familie, seine Liebe. Nicht etwa in der großen, weiten Welt springt uns dieses Gefühl der überall zu ordnenden Verunsicherung nach dem Zukünftigen an. Wir sind ratlos und verunsichert daheim. Ich selbst bringe es, was mich betrifft, auf folgenden Punkt. Ich bin Vorarlberger. Das Vorarlberg, das ich kannte, gibt es nicht mehr. Es ist anders. Ich bin Österreicher, das Österreich, das ich kannte, gibt es nicht mehr, es ist anders. Ich war nie Europäer, weil ich es immer anmaßend fand und es übrigens immer noch finde, mich als Bekennender und also Kenner einer so unglaublich reichen und differenzierten Kultur zu bezeichnen. Und ich bin auch kein Weltbürger, aber ich bin von dieser Welt. Warum, meine Damen und Herren, haben wir Heimweh? Dieses Wort, das so negativ konnotiert war und jetzt so wichtig wieder wird. Und anders gefragt, wie ist sie gekommen, diese schleichende Migration? Ich benutze ganz bewusst dieses Wort Migration, die mich weggebracht hat von mir, die mir Angst macht und um bei der Wurzel des Wortes Angst zu bleiben, eng. Denn Angst kommt von Enge. Unsere Gesellschaft ist eine ängstliche Gesellschaft, die sich unermüdlich ausspioniert, sich ohnmächtig sammelt an Daten und immer neue Sicherungssysteme für bereits ersonnene Sicherungssysteme ersinnt. Und, das ist mir ganz wichtig hier zu erwähnen, um jeden Preis versucht, Verantwortung zu delegieren. Weshalb also fühle ich mich nicht mehr heimisch? Woher diese Verunsicherung, da es doch allen, zumindest hierzulande, das glaube ich, gut geht, verglichen mit anderen Gesellschaften? Im Nachdenken darüber orte ich zwei Phänomene, die die Sehnsucht nach Heimat neuerdings so heftig aufkeimen lassen. Und das zur Begriffsklärung. Unter Heimat verstehe ich nicht den Boden, auf dem ich mich bewege und nicht die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich verstehe unter Heimat eine Art innere, ja eine numinose Geborgenheit, ein Gehaltensein, das mich draußen in der Welt, egal wo ich bin, mich selbst sein lässt. Ich. Bin ich ich, dann habe ich Heimat. Das eine Phänomen, das ich orte, ist der geradezu abenteuerlich rasante Zerfall der katholischen Kirche und ihrer Werthaltungen in den vergangenen 50 Jahren. Und das übrigens just mit dem Beginn des Zweiten Vatikanums, dass sich die Kirche zu öffnen und zu reformieren suchte. Und dennoch, meine Damen und Herren, ob wir es wollen oder nicht, dieses Land ist noch immer von einer ganz tiefen katholischen Prägung, zumindest was den Kanon von richtig und falsch angeht. Und schwerfällig erlernen wir erst die Befähigung, in Zwischentönen zu urteilen. Differenzieren ist mühsam, es erfordert Zuhören, Vertiefung, Hinsehen. Und was gestern gilt und galt, gilt morgen schon nicht mehr und das verstört, das macht ängstlich, weil es eine stetige Korrektur der Position verlangt.
die übrigens nicht mit dem Fähnchen im Wind zu verwechseln ist, sondern mit einer wachsamen Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung und im Miteinander. Einerseits will niemand von uns, davon gehe ich jetzt hier einfach mal aus, zurück in ein erzkatholisches Österreich. Andererseits ist aber der Ruf nach einem Schwarz, das noch schwarz ist, und einem Weiß, das noch hell und weiß prangt, überall flehentlich zu hören. In diesem Dilemma steckt übrigens die auf wundersame wie wohltuende Weise verjüngte Politikerriege Österreichs. Und noch kann niemand absehen, ob diese gewählten jungen Persönlichkeiten nur mit den Wölfen heulen und ihr Kalkül darauf richten oder aber wirklich bereit sind, charismatische Entscheidungen zu treffen und sei es auf Kosten der politischen Mehrheit, ja sogar des politischen Amtes. Den zweiten Grund für den Verlust an Geborgenheit oder inneren Heimat sehe ich in der Digitalisierung der Kommunikation, die seit den frühen 90er Jahren unser Leben derart verändert hat, sodass unter dem Vorwand der Annehmlichkeit, der Erreichbarkeit, der Erleichterung ein merkwürdiges Paradoxon entstanden ist. Obwohl die Lebenszeit in medizinischer Sicht ja mehr geworden ist, ist sie subjektiv betrachtet weniger geworden. Täglich sind wir eines geradezu unmenschlichen Informationsstroms ausgesetzt, das zweierlei zur Folge hat. Einerseits können wir nicht mehr wirklich etwas vertiefen und es lebbar machen, und andererseits wird es immer schwerer, Nachhaltiges zu schaffen. Die menschliche Seele schreit auf: Es wird mir einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Aber die digitalisierte Gesellschaft ist jung und wir sind erst am Beginn. Und wir werden, ob wir es wollen oder nicht, in progressive wie auch in retardierende Gesellschaften hineinwachsen. Parallelgesellschaften werden entstehen, was ja die Bundesregierung um jeden Preis verhindern will. Wir werden es nicht verhindern können. Es wird Gesellschaften geben, die einerseits im Netz kollabieren und andererseits sich gänzlich dem Netz verweigern, was eine völlige Unerreichbarkeit zur Folge haben wird. Der Mensch, meine Damen und Herren, und davon bin ich überzeugt, ist eben kein globales Wesen. Das ist der tiefe Irrtum der Globalisierung. Nur im Überschau, im Begreif, im tatsächlich Erlebbaren kann es eine menschenwürdige Existenz leben. Ich entlasse Sie nicht in Düsternis, meine Damen und Herren, das wäre zu einfach. In seiner Antrittsrede hat Ihr Landeshauptmann Thomas Stelzer von der Notwendigkeit neuer Wege, neuer Lösungen und neuer Schwerpunkte gesprochen. Und wer diese Erklärung genau liest, spürt, dass diesem Menschen ernst ist. Und die Rede ist, wenn Sie sich daran erinnern, von einer, ich sage es poetisch, tiefen Sehnsucht getragen nach Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Ich glaube allerdings, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, präzise Antworten zu geben. Die Aufgabe müsste vielmehr sein, die Fragen zuzulassen und auch ein Stück weit ohne vorschnelle Antworten zu leben. Aber das verlangt wiederum, dass ich mich besonders als Führungspersönlichkeit auch meiner gegenwärtigen Ratlosigkeit und auch ein Stück weit Ohnmacht stelle und sie auch artikuliere. Im Übrigen gilt das nicht nur für Führungspersönlichkeiten, es ist, glaube ich, ein Auftrag an uns alle, egal in welcher gesellschaftlichen Position wir stehen. Der Mut zur Ratlosigkeit ist kein Zeichen von Schwäche oder von Uninformiertheit. Es könnte tatsächlich zu einer neuen Art der Nachdenklichkeit und des Redens werden, und ich garantiere Ihnen, meine Damen und Herren, Sie würden dadurch Menschen in ungeahnter Weise neu berühren, denn wir alle sind auch ein Stück ratlos. Und ratlos sein heißt eben ganz konkret nicht sofort Antwort haben. Und das aushalten zu lernen, wäre meine
mein Auftrag. Zum Abschluss, das Heimweh daheim, der Verlust am Gehaltensein, das Gefühl tiefer Verunsicherung, von welchem Begriff ich anfangs gesprochen habe, das alles ist in Wirklichkeit natürlich eine ungeheure Chance. Wenn es mir gelingt, die Empfindung meiner inneren Fremdheit bei mir zu belassen und sie nicht auf Phänomene im Außen zu projizieren, sprich Flüchtlingsdiskussion, Fundamentalismus, Terrorismus, Integration und so weiter, Bildungswesen, dann nehme ich diesen zwar real existierenden Problemen, aber dennoch den Nimbus des Gespenstischen und des Bedrohlichen. Und ich bin ein Stück weit weg von der Angst, die mich eng macht. Das Problem, meine Damen und Herren, ist in mir, nicht im Außen. Und die Angst, die mich eng macht, ist in Wahrheit meine größte Bedrohung.